Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel No More Heroes 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, ne? Wir haben drei Sachen vor uns in die nächsten drei Folgen. Bosskampf, vorgesehene Kämpfe für den Bosskampf und eine Sammeltour. Wo wir komplett alles aufsammeln. Smog. Ich habe einfach direkt den vorgesehenen Kampf hier. Ach so, das ist der, der beauftragt wurde. Na gut, dann haben wir noch was vor uns. Sofern es jetzt nicht wirklich fu ist. Ich sehe sonst eh nichts. Ich wusste, der würde ein Bosskampf sein. Falls es jetzt wirklich der ist, der überfahren wurde. Ja, ist der überfahren wurde. You came, you cosplaying dickhead. Battle is all about rhythm. If you can pick up on certain rules and signs, you can leave your body to the rhythm. And simply let yourself dance to it. Henry, würde ich sagen. Wenn ja, hast du dich stark verändert. But even so. You know, having a brother like you, it's fucking embarrassing. You retweaked asshole. How many times must I say this? I saw a movie about God. And it just flowed through me like electricity. I realized the anguish of having such a good-for-nothing little brother. Ach ja. I came to the conclusion that I have to stop you. Yeah, no thanks. Quit getting in my way with your personal bullshit. Hey, do you remember? Nope. Listen, little brother. It was a snowy day. We three siblings made our escape from our serial killer father. We ran through the snow. I was holding Jean, who was still small. And you were crying. Er hat noch einen dritten Bruder, oder wie? We spent days and days in the woods. We built an igloo out of the snow to escape the cold. We had finally found our way to a major road. Those huge cars moved in and surrounded us. We heard the sound of the locks. The adults, they took us, and they tied us up. After that, I lost all my memories. And had them overwritten with those of a child born to the cooldown family. So fucking what? This is something you gotta bring up right here, right now? Right here, right now, is exactly why I bring this up, little brother. You were always crying. Keep on crying as you live. As you always have. Now, keep on crying as you die. You really turned out fucked up, you know that? The fuck is all this dark side bullshit? Before worrying about me, first kill that asswipe. Foo. He's not my type. He's yours. In that case, draw! Taste my cursed crucifix blade. This sword cuts like no other. Let's go, you fucking prevert! Also kämpfe ich jetzt gegen meinen Bruder. Anti-Gravity Death Force! Death Melt Shower! So, der Anfang ist immer easy. Der Anfang ist mega easy. Jetzt legt er es los, ne? Ja, mein Schwert kann dich töten. Vor allem, wenn ich dich jetzt einfach rumwerfen kann, als wärst du ein Stück Käse. Ich werf dich einfach rum. Du bist meine Bitch. Könntest du bitte ein bisschen mehr machen? Ich...
Kann ihn jetzt einfach vergewaltigen. Easy. Alter, das war ja immer der leichteste Bosskampf bisher. Oder ich hatte auch einfach nur verdammtes Glück. Dass er halt einfach null zum Zug kam. Ja, das war Henry. Der hat sich aber stark verändert. Henry war mal komplett anders. Not yet. This isn't over yet. Was ist mit dir passiert, Henry? Don't cry. Don't you fucking cry. Travis! It escalated quickly. Was ist mit Henry passiert? Der war mal komplett anders. Congratulations, Travis. This has nothing to do with the rankings, but how does fratricide feel? Refreshing. That is great. Yeah. Just one left. Prince Fu is waiting. Sylvia, once all this fighting is over, will you listen to me? I need to talk to you. You are right. I will think about it. Warum wohnt deine Frau eigentlich nebenan und nicht in derselben Wohnung? Auch wenn das Motel schäbig ist. Der lebt ja immer noch. Der steht da wieder. Henry? Was zum Geier ist mit Henry passiert seit dem letzten Part? Also bei Desperate Struggle war der noch richtig cool. Der sah da auch komplett anders aus. Und hier ist er einfach ein übler Geisteskranker. Was ist mit ihm passiert? Der war sonst richtig gelassen, der Dude. Ist das ein Bug? Seriously? You're just gonna bug out here. This shit is gonna get recalled. Hironaka! Leader! You were out? Er darf nicht mehr vom Klo runter. Kuroda! Huh? Iwasaki? Ah, you're not there either? You gotta keep the save-related stuff in working shape, man! Who the hell debugged this shit? Don't tell me it was their checks are way too lax. Should've gone with... Wait, this is no bug. You assholes! Are you Henry's buddies? You dirty fucking cosplayers! Man darf nicht mehr in Ruhe auf dem Klo sitzen. You screwed up. You piece of shit! I told you, as your older brother, it's my duty to kill you. It's gonna take more than this to kill my ass. That's good, little brother. Struggle, suffer, scream. Ist das vielleicht ein Albtraum? Und so ist Travis gestorben, oder wie? Was zum Geier? Wieder das? Wieder dieses Deathman-Minispiel vom Anfang.
Warum spiele ich das jetzt wieder? Dieses Deathmatch-Minispiel finde ich jetzt nicht so klasse. Ich darf es nicht mal anfassen, ne? Einfach durchgehen. Gebt schon her. Ich habe wieder einen Strahl getroffen. Das ist die merkwürdigste Folge bisher, ne? Her damit. Mann, ich will das Ding doch dann nur haben. Ja, ja, continue. Oder ist das vielleicht so eine neue Lore? Travis kann eigentlich gar nicht sterben. Death. Ich habe Death gesammelt. Kennt ihr diesen Moment, wo ihr euch fragt, was zum Geier mache ich? Ich hier durchlebe ihn gerade. Nein. Her damit. Dann eben nicht. Ich hatte es gerade eingesammelt. Her damit. Jetzt gib her! Mein Gott, ey. Ja, ja, das sammle ich jetzt gleich ein. Dieses Minispiel mag ich halt echt nicht. So, geschafft. Ist aber doch das erste Mal, dass man sieht, wer es stirbt. Hallo? Jo. Stoßen wir auf den Tod an. Ungefähr. Okay. Prost. Und glaube ich, Travis tot. Er darf wieder leben. Und noch einmal tot.
Brechen wir die Realität, oder wie? Ich verstehe nämlich schon gar nichts mehr. Hey! Anybody there? Hey! I'm still alive down here! Somebody give me a hand, huh? Hello? Anybody there? Good alive! Hey! Hey! I hear someone talking. Somebody! Seriously, I'm gonna die! Let me out! Help me! Hallo, den kennen wir doch. Are you okay? Yeah, thanks a lot. Seriously. What a pinch, huh? Getting buried alive like that. No way. For reals? You're... My name is Miike. You're a friend of his, right? Mr. Miike, you're really Takashi Miike. Are you shooting something here? You finally making your Hollywood debut? Andromedia 2! No, that's not it. Ichi the Killer 2! Oh shit, I hell Bishop is hier am Leben gewesen. Yakuza Apocalypse 2! Or something totally new! No. In Japan, it's called Nanakaiki. In Buddhism, the number 7 is very important. So, we visit our friends' graves after a full 6 years have passed. And so, as I was walking by, I heard your voice. Mr. Miike, I know you just totally saved my life, but I've got a request. Do you mind? What is it? I'd be happy to do whatever I can. Could you film a live-action version of No More Heroes? Nein. Offenbar nicht. Bitte nicht. Ich sagte bitte nicht. Trav! Everyone's here? Master! You're alive! Shinobu! Our defensive battle was a success. The champ's here too. Welcome back, Grandpa. Was wird der? You'll be going up against him next, Trav. And she's Wer kommt als nächstes? Don't worry about me. My dad took that asshole on by choice. Don't misunderstand. I got no beef with you. Charlotte, the bloodlust is back in your eyes. Don't call me that. Leave the rest to me. I'll wrap this all up for good. Aber schön, dass alle nochmal da waren. Na, Kamui und Midori war's, glaube ich. Aber auf dem Klo umgebracht zu werden, das ist auch keine schöne Art, ne? Das ist sogar mega peinlich. Auf dem Klo ist man am verwundbarsten. Das ist bekannt. How bleak. It wasn't that long ago, but it somehow feels nostalgic. It feels like it was years ago. Give it up for Travis! Humans aren't all bullshit after all. He's no representative of humanity. He's just a street punk. Why do you hate him so much? I Gute hate Frage. Punks! They're violent, evil psychos. Kinda like you, Foo. This is my fight. But it's Travis's fight as well. As fighters, we understand each other. Somewhat. But you don't fight. That's right. Mm. I have nothing to do with this. I was simply dragged into it all. You really believe that? Think about it. Why would Travis come here? Was it a coincidence? He's... because he's an assassin. No. You brought Travis here. You wanted me to do it.
to kill Travis. I never asked you to do that. We're connected here. So I wanted to fulfill your wish for you. What? For me? The final battle. Watch it up close. Watch as Travis dies. Phew. Okay. Master, I'm sorry for the trouble. It's cool. Let's watch some movies. Today we're doing a Miike and Hideaki viewing party. Oh, schön, dass Shinobu gut geht. How are your arms doing? Slowly but surely, I'm getting used to the sensation. I can't hold my sword just yet, though. No need to rush. I want to hurry up and help you out. What do you like, Shinobu? What do I like? I like my master. Huh. So you're a real straight shooter, I see. That's not what he means. What kind of movies do you like? G-style stuff. G-style? Gundam type? Terraformers! Are you a Terraformers fan? Which is it? Did you start off with the original? Or did you see the movie first and then the original? Terra? I don't know what that means. By G-style, I meant something like Barbados swordplay. Ah, that G-style, huh? Are you trying to get some practice in? Yes. The broadsword action is especially helpful. You're a real studious one, huh? My way is the way of the sword. Wow, what a line. For times like this, Miike and swords means Blade of the Immortal. Huh? Immortal. I love the original. I'd like to watch that one. Please show me the film. Im Ernst, schön, dass es Shinobu gut geht. Hat wahrscheinlich jetzt Metallarme. Ich kann jetzt hier Deathmatch spielen. Von den Deathman-Karten fehlen mir noch 8, von den Skorpionen 3, die Höhen muss ich 10 und von der Stadtbegrünung muss ich noch über 50. Und natürlich noch 5 von Jeans Kindern. Das wird eine lange Sammeltour. So. Einmal gucken. Der Tower ist wohl einfach der nächste Ort. Einfach 60.000 muss ich abgeben, also ich muss sowieso Geld sammeln. So, einfach damit ich alle Mails mal gelesen habe. Ich habe hier generell noch sehr viel zu erledigen, allein schon was die freiwilligen Sachen hier angeht. Muss ich noch irre viel machen. Ich weiß, ich habe Post bekommen. Gibt es irgendeinen neuen Typen zum Quatschen? Wie es aussieht, nicht. Hier ist etwas. Auf jeder Insel scheint was zu sein, wo ich kämpfen kann. Aber es scheint keiner da zu sein, mit dem ich jetzt hier quasseln kann. Wegen dem letzten Objekt, was ich suchen muss. Mega merkwürdig. Auf jeden Fall mache ich jetzt hier für heute Schluss. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, Abo und ein Like gelassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.